Lampukistan Gaming ist hier zurück bei Diablo 4. Innere Dunkelheit, das ist unsere nächste Quest mit unserem Jäger. Wir haben irgendwie 5 Ansehen gerade erhalten. Wir können hier nochmal reingucken und zwar bei den... Ah, da müsste man... Irgendwo gibt es diese... Genau, da oben mit Dreieck kann man die Belohnungen ansehen. Da kriegt man dann auch noch Fertigkeitenpunkte und so weiter, wenn man hier gewisse Dinge in dieser Welt erledigt. Jetzt müssen wir erstmal dahin. Wir können uns das auch mit Viereck markieren. Diesen Weg. Oh, da ist ein dicker Bär. Okay. So, wie immer, eine Quest, ein Video. Ne, wie das von früher auch schon immer gang und gäbe war, da war es immer ein Kapitel oder eine Mission, ein Video. Und genauso machen wir das. Oh, Skelett auch hier jetzt bei Diablo 4. Wollen wir uns mal ein bisschen auf die Story versuchen zu fokussieren in diesem Let's Play, ne? So, jetzt geht's in den ersten Dungeon rein hier. Also gucken mal, da kriegen wir bestimmt demnächst einmal Level 3. Und dann können wir wieder ein bisschen aufleveln. So. Ah, können wir hier rein jetzt? Ja. Verlassene Hallen. Alrighto. Wir sind immer noch im Tutorial, beziehungsweise im Prolog, wie es sich offiziell nennt. Kennen wir auch schon aus der Beta. Ladezeiten sind übrigens sehr gut, wenn man aus dem Menü ins Spiel geht. Bin sehr begeistert. Das war in der Beta, hat es deutlich länger gedauert. So, durchsuch die Tiefen der Ruinen des Frostgehäuses. Bisschen lags. Ist ja eben online, ne? So, wir besuchen mal mit dem Bogen die Leute ein bisschen. Wir haben ja diesen Herzschuss, der Herzsucher geskillt. Oh ja, hier leckt's richtig. Ihr seht es auch recht so an der Uhrzeit, wenn ich aufnehme. Und Level up. Fantastisch. Einen Fertigkeitenpunkt erhalten. So, guck mal gleich mal, was wir leveln. Das haben wir gemacht. Den Herzsucher. Was können wir da machen? Wenn Herzsucher einen kritischen Treffer erzielt, erhaltet ihr 4 Sekunden lang 8% Angriffsgeschwindigkeit. Das ist ja geil. Das machen wir direkt rein. Wir sind ja bei den Basisfertigkeiten. Jetzt sind wir hier vorgedrungen zu den Kernfertigkeiten. Da sind ein bisschen geilere Sachen dabei. So, wir müssen irgendwie den Schamanen hier irgendwie... Oh, Alter, was ist hier los, ey? Den müssen wir versuchen zu killen. Sofern wir ihn finden. Ich glaube, hier ist auch noch ein Boss. War hier nicht noch ein Boss am Ende des Dungeons? Werden wir gleich sehen. Oh shit, hier sind viele Gegner. Das ist ein bisschen der einzige Nachteil, ne, an dieser Klasse hier. Wenn zu viele Gegner auf uns zukommen, dann haben wir ein bisschen wenig Chance, uns zu verteidigen. Da brauchen wir ein bisschen so Flächenangriffe. Oder eine Falle oder sonstiges. Da ist er. Der Schamane. Den müssen wir immer legen als erstes. Der Penner belebt immer alle wieder. Wo sind die Gefallenen? Beinschutz. Man legt auch nichts mehr automatisch an. Wir müssen immer alles angucken. Oh, shit. Okay, der Schaman ist down. Ein feuriger Gefallener. Okay, der ist ein Elite-Gegner sogar. Na? Ja, er hält auch gleich mehr aus. Er ist immun gegen Feuer, offensichtlich.
Okay. Diese kleinen Gefallenen, ey. Können wir sogar noch auf Level 4 hochgehen, hä? In diesem Dungeon? Sieht gut aus. Hier oben lang. Oh. Guck mal, mein ganzer Trupp. Lass uns noch ein bisschen zurückfallen. Den Kreis kann man hier ausweichen. Oh ja, guck mal, der lässt die hier auferstehen. Wir müssen hier nach vorne. L1 sind wieder Heiltränke. Die man immer wieder aufsammeln muss. Man kann aktuell maximal 4 Stück mitnehmen. Und natürlich diese Heilbrunnen, die gibt es auch immer noch. Wie in den vorangegangenen Teilen. Genau, hier war doch, glaube ich, der... Ja, ja. Hauptiger Priester. Genau, hier ist der Kollege. Der ist... Oh ja, guck mal, da haben wir den zielsuchenden Pfeil. Der ist ganz cool. So, wir weichen ein bisschen aus hier. Manchmal verpisst er sich in die Mitte und dann spawnt er ein paar kleine Ads dazu. Die müssen wir irgendwie wegmachen. Oh, shit. Höllenbrühe. Ah, shit. Okay. Wir können wahrscheinlich noch Level abgehen, wenn wir ein paar von diesen kleinen Typen killen, die ja jetzt hier... Oh, jetzt sind wir stärker verwundet. Shit, wir müssen nicht aufpassen, wenn die... Alter. Und jetzt geht er in die Mitte. Können wir in Ruhe ein bisschen abballern. Hälfte haben wir. Kleine Scheiße hier wegmachen. Keine Erfahrungspunkte beim Boss. Das ist ja mega ärgerlich. Ich bin noch nicht bereit. Oh. Das ist gefährlich. Oh. Ich brauche mehr Zeit. Los, komm, geh mal in die Mitte, dann können wir noch ein paar Pfeile auf dich lassen. Jetzt kommt er gleich angesprungen. Vielleicht macht er den eigenen Typ tot. Nee, macht er nicht, schade. Oh. Brauche mehr Zeit. Immer so ein Mühe, so früh, dass er uns trifft wieder. Wo wir ausweichen können, aber jetzt ist down und Level up. Easy going. So, wir sammeln hier ein. Quest abgeschlossen. Innere Dunkelheit. Rückkehr eines Helden ist unsere nächste Aufgabe. Wir gucken einmal kurz die Items durch. Mit 3 können wir sie vergleichen. In dem Fall nicht, weil wir nichts Adäquates haben, beziehungsweise noch nicht ausgerüstet hatten. So, wir machen... Wir bleiben beim Bogen, weil er hat eine höhere Angriffsgeschwindigkeit. Mit 4 machen wir die als Ramsch markieren. Dann werden die automatisch verwertet. Dann kriegen wir ein paar Items dafür. So, Beinschutz ist besser. Diese Dolche. Legen wir mal an. Rest machen wir weg. Das Ding können wir anlegen. Wir haben einen besseren Bogen gefunden. Der macht 5% Schaden gegen entfernte Gegner. Fantastisch. Und ein Level Up haben wir auch noch bekommen. So, jetzt können wir mal gucken, was wir hier alles machen können. Schnellfeuer. Das ist nicht schlecht, zum Beispiel. 5 Pfeile schnell abfeuern. Wenn wir Crit treffen. Okay. Ich denke mal, das Blaue dürften die Bogenfähigkeiten sein. Und das hier... Genau, das ist das für die Klingen. Wir gehen auf den Bogen. Durchschlagender Schuss. So, das hier... Könnten wir natürlich jetzt noch erweitern. Der hat aktuell Rang 1. Nächster Rang. Pass auf, wir machen jetzt 14 Schaden. Nächster Rang verursacht ja 15 Schaden. Okay.
Erfordert eine Distanzwaffe. Ja, das ist natürlich die Frage, ne? Haben wir hier irgendwie. Es gibt auch noch so ein paar Passivdinger wie das hier. Schadensreduktion im Nahkampf. Das ist nicht schlecht für uns. Und dann. Ja, das hatten wir ja schon. Was gibt's hier noch? Oh, das ist. Oh, das ist nicht schlecht. Wir machen mal ein bisschen so von allem. Skillen wir mal ein bisschen weiter hier. Und dann würde ich sagen, im nächsten Video geht es mit der nächsten Quest weiter in Diablo 4. Wenn es euch heute gefallen hat, wie immer gerne den Daumen nach oben. Dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder in der nächsten Folge. Macht's gut bis dahin und bloß kein Stress.